Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir diese Brauerei gefunden, die in diesen vierblättrigen Kleeblatt-Dingen war. Dann haben wir dann noch ein paar Ghule getötet und jetzt sind wir hier, um die ganzen Baseball-Artefakte zu finden. Und ja, ich habe mal ganz kurz bei der PS4 im Internet Explorer oder Webbrowser, weiß nicht, welcher Browser das ist, nachgeguckt, wie man Strongs Beziehung ein bisschen erhöhen kann. Schwacher Mensch, Und ja, Tat und Wissen anscheinend Strong soll nichts ich, machen aus. was Dialoge angeht, mit anderen Leuten etwas mehr selbstlos antworten und hilfsbereit. Und das war wirklich irgendwie sehr. Außerdem hieß es, dass er es nicht mag, wenn man, ich da war jetzt auf Englisch, deswegen wusste ich ja nicht, ich wollte jetzt nicht googeln jetzt noch hier, was die Übersetzung von dem und dem Wort ist, weil auf der PS4 den Browser zu benutzen ist ein bisschen umständlicher und er mag es nicht, wenn ich reputable Sachen, Quests, warte mal, was habe ich gesagt? Er mag es nicht, wenn ich reputable Sachen mache. Also, was ich jetzt hier so, was ich jetzt so ungefähr vielleicht denken könnte, wäre, wenn, was das bedeuten könnte, wäre vielleicht irgendwie so, auch so selbstlos oder irgendwas, irgendwas sowas in der Art. Und ja, Kannibalismus stimmt natürlich auch. Und ich soll, wenn ich ihn im Team habe und andere Leute um Quests biete, nicht viel Geld verlangen. Und ich soll auch, warte mal, Baseball. Und ich solle auch, das werde ich wahrscheinlich nächstes Mal abchecken, so damit ich vielleicht weiß, wenn das noch in diesem Part hier geht. Dann könnte ich vielleicht die Übersetzung herausfinden, mehr oder weniger. Oh, verdammt, der hat mich nicht gesehen gehabt. Aber ja, ich habe jetzt so einen ganz kleinen Überblick. Oh, hallo. Luna Versuche. Falsam 3. Du hältst dauerhaft eine Chance von 1% den gesamten Schaden eines Angriffs zu vermeiden. Ja, und da habe ich ja schon einmal. Also jetzt glaube ich 2%. Ah ja, was geht, ne? Bah. Also ich soll bei einer Art, eine, ich konnte das jetzt nicht so auf Anhieb übersetzen, aber es hieß, bei einer Art von Mission, die wahrscheinlich ein bisschen üblicher sind oder moralisch bedenklicher sind, für solche Missionen sollte ich, glaube ich, mehr Geld verlangen und für so moralisch korrekte Missionen solle ich weniger Geld verlangen? Also, keine Ahnung, so moralisch inkorrekte Sachen nehme ich mal an, hätte er nichts dagegen. Bezeichnet er, glaube ich, irgendwie so als Dreckarbeit und für Dreckarbeit soll man am wenigsten schon entlohnt werden oder irgendwie sowas. Werde ich ja sehen, vielleicht, wenn der eine Typ mir, der Baseball-Typ hier, einige Dialogoptionen gibt, dann werde ich mal aufpassen. Ich werde auf jeden Fall davor speichern und gucken, wie ich das mache. Was ist los, Strong? Hast du Probleme gegen den Typen? Oh. Wir waren nicht so brei. Du und ich. Ich und du. Und der möchte sowieso fremde, der will abgauen. Ist. Was soll das eigentlich? Also ja, so einen ganz kleinen Überblick habe ich jetzt. Müssen nur mal kurz hier irgendwie mal testen und dann kann ich sicher gehen. Wie genau? Also wenn ich ihn zum Beispiel für diesen Baseball-Typen hier mitgenommen hätte, nehme ich mal an, dass ich das erst korrekt gefunden hätte, wenn ich nur mehr Geld gebeten hätte.
Oh, was? Bei so selbstloseren Missionen hätte er es nicht okay gefunden, wenn ich irgendwie mehr Geld verlangt hätte. Also ja. So viel dazu. Vielleicht werde ich nach Aufnahme das nochmal nach so und übersetzen. Und ja, gucken, ob ich recht habe oder nicht. Wie gesagt, ich wollte das jetzt nicht auf PS4 nachgucken. Weil ich habe meine Internetverbindung immer deaktiviert, wenn ich aufnehme. Weil es schon sehr oft passiert ist, dass wenn die aktiviert war, wenn ich aufnehme, ein paar Fehler in der Aufnahme sind. Deswegen habe ich auch PS4 hat kurz gegoogelt und ja, als direkt zu übersetzen und so, das war ein bisschen umständlich. Deswegen, ja, nur kurze Zusammenfassung nur. So, dann gehen wir mal nach Diamond City und geben dem Typen seine Klamotten. Und gucken wir mal. Aber wo ich habe den ja schon gesagt, irgendwie, ja, ich will Geld dafür haben und so. Und er will jetzt wahrscheinlich, kann ich wahrscheinlich jetzt nicht nochmal irgendwie überreden. So, ja, gib mir Geld. Gib mir dein Geld. Also ich glaube, ich sollte Strong echt nur mitnehmen, wenn ich irgendwie nicht kämpfe, weil ich so das Gefühl habe, wenn ich draußen im Ödland bin, dann, wow, dann treffe ich mehr so Schlösser und all sowas. Und ja, da geht die Meinung noch runter. Deswegen sollte ich ihn echt überall mitnehmen, wenn ich irgendwo Dialogoptionen habe, damit das auch hochgeht. Hattest du Glück mit den Relikten? Die Zukunft der... Ich habe alles da. Dein Mut gefällt mir. Lass mich mal sehen. Oh, dieser Baseball ist echt irre. Die Bälle wurden von den Spielern signiert Die Sachen auch und den behalten, aber Kindern der im wenn man Spiel die Quest die ganze Zeit getöteten offen. Gegner gegeben. Oh, schau dir die Karte an. Siehst du die Zahlen auf Hat er der nicht gesagt, er gibt mir Rückseite? 125? Das sind Oh, die egal. Gegner, die von dem Spieler zu Tode geprügelt wurden. Baseball-Sachen sehe ich Och, sowieso nicht. schau dir das Leder auf diesem Handschuh an. Die besten Spieler haben damit Kugeln gefangen. Echt wahr? Das ist Boah. alles auf der Liste. Danke. Was mich angeht, gehörst du ab jetzt zu den größten Und er mag es auch, wenn Baseball-Sammlern. ich Leute beklaue, glaube ich. Soll ich das vielleicht mal versuchen? Nur das Beste für den Selbstschutz. Und er mag es, wenn ich, ja, ich habe Lasst euch das vom Stress des Lebens alles nicht sehr abbringen. intensiv gegoogelt. Und er Jemand im mag es, Kopf ist wenn die Bombe ich nicht feindliche Leute töte. Also ja, NPCs halt, zu Grüne. viel Dreck in den Haaren? Dann lasst sie euch schneiden. Ihr werdet Ich glaub's nicht, dass du Ja das toll, wie soll ich Baseballzeug ihn noch nicht vorher versuchen war? gefunden hast? Das muss ganz schön stressig gewesen Mach das Spiel! Oh, hier Kauf waren wir den auch noch nicht Erfolg! drin. Pff. Dialoge, los! Das ist meine Chance. Das. Wenn ich dann könnte ich irgendwie nach Bunker Hill oder so gehen, wir haben sowieso jetzt nichts mehr Zeit zu für tun. einen kleinen Test. Oh, aber Mr. Zwicky, wir haben doch erst gestern einen Test Bist du nicht ein geschrieben. bisschen Und alt für die seitdem Schule? haben wir eine Menge gelernt. Dieses Wissen wollen wir jetzt mit einem Test festigen. Aber ich bin müde. Ich erkenne bei allen unseren kleinen Gelehrten einen hohen Grad an Erschöpfung. Erschießt du Leute, Mister? Vielleicht kann Mein der Papa Test sagt, noch dass warten? fremde Leute erschießen. Na Wer redet da gut, mit mir? Sie haben gewonnen. Wir machen den Test später. Juhu! Mein Gott, die tun die immer noch siezen. Ja. Wusstest du, dass ein Brahmin wegen der Strahlung Miss zwei Köpfe hat? Edna. Das stimmt wirklich. Hallo. Ein Reisender. Tut mir leid, Sie sind hier falsch. Das hier ist eine Schule, kein Laden. Entschuldigung, ich wollte nicht stören. Schon in Ordnung. Es kommen hier nur oft Leute aus Versehen vom Markt rein. Das lenkt die Was? Kinder immer wieder ab.
Das hier ist aber ein öffentliches Gebäude. Sie können sich also ruhig umsehen. Mr. Everett, ich möchte mit Ihnen über Ihren Aufsatz... Oh. Alter! Okay. Also freundlich zu anderen Leuten sein, ist nicht in Ordnung, ne? Aber... Ne? Zeit für einen kleinen Test. Aber anderen Leuten zu helfen soll irgendwie gut sein. Wir haben doch erst gestern einen Test geschrieben. Und seitdem haben wir eine Menge gelernt. Bist du nicht ein bisschen alt? Dieses Wissen wollen wir jetzt mit einem Test festigen. Was stehst du eigentlich da? Oh. Leben und Leben. Verdammt nochmal, ja. Roboter begleitet verursachen Dauer auf plus 5% Schaden. Ja, ich habe da noch einen. Und ich hatte mal Curry. Aber... Diese Zeitschrift wird sehr nützlich sein, nachdem das Addon rauskommt, wo man ja auch einen Roboterbegleiter bauen kann. Juhu! Gut, ne? So, dann drohen wir den mal. Meine Freunde sagen, dass Fremde stinken, aber du stinkst gar nicht. Hallo! Erschießt du Leute, Mister? Mein Papa sagt, dass Fremde Leute erschießen. Wusstest du, dass ein Brahmin wegen der Strafe zwei Köpfe hat? Mr. Schicky ruft uns immer mit unserem Nachnamen auf. Auch hierher? Ich weiß nicht, wieso er das macht. Mir gefällt mein Vorname besser. Ah, das kenn ich. Papa sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Ich mag nur Erdkunde. Da kann man sich Karten ansehen und so. Es ist jedes Jahr eine Freude, ihn anzusehen, wie sie Hallo. Hi. Mr. Schicky. Hey, ist hallo. Kein Kind will mit mir reden. Wenn du Wasser von draußen aus dem Commonwealth trinkst, wirst du krank. Also, das hat mir mein Freund Cheng erzählt. Ach, der eine Typ, okay. So, Mister. Tut mir leid, Sie sind hier falsch. Ich gehe, wohin ich will. Wie Sie meinen. Halten Sie aber im Kopf, dass die Diamond City Sicherheit ein besonderes Auge auf dieses Gebäude hat. Haben wir uns verstanden? So, ich werde mich jetzt wieder um meine Schüler kümmern. Ah, es ist jemand Neues zu uns gestoßen. Stellen wir einmal Ihre Rechenfähigkeiten auf die Probe. Was ist 12 mal 15? Es ist die Wurzel aus, wen interessiert der Scheiß? Aber, achten Sie darauf, was Sie vor den Kleinen sagen. Strong hat das Gefallen ausgezeichnet. Dann ist mir alles egal. Egal, ob ich die Kinder hassen oder nicht. Oder? Diese Liebe, von der die Kinder sprechen, ich glaube, sie brauchen sie, um lernen zu können. Liebe sichert nicht das Überleben der Familie. Manchmal muss man auch hart sein. Oh, verstehe. Ich habe noch eine Frage, bevor Sie... Jack, es ist kein Test. Ich habe nur nicht so oft die Gelegenheit, mit Erwachsenen zu sprechen. Diese Liebe, von der ich immer wieder höre, kann man die auch für jemanden empfinden, selbst wenn die Person ganz, ganz anders ist als... Aber was passiert, wenn ich Curry noch als Roboter hier hätte? Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich muss das also selbst entscheiden, was? Vielleicht ist es besser, die jetzige Situation so zu belassen. Danke. Das war sehr hilfreich. Ich habe jetzt bei einer Sache eine Entscheidung getroffen. Aufgepasst. Wenn Henry ich und muss mich um die Schüler kümmern, aber sie können sich gerne etwas umsehen. Jede davon in vier Stücke schneiden. Wie viele das Stücke haben sie? Hey, Edna. Das ist einfach. Mr. Zwicky ist der Lehrer ihr... Ist er nicht wunderbar? Ich meine, also, belesen. Verstehe schon. Mr. Zwicky. Aber stören Sie den Unterricht. Aber jede Mutterbeere nur in vier Stücke schneiden. Wie viele Mutterbeeren ich unterrichte gerade. Bitte entschuldigen Sie mich. Sie hatten 20 geteilt durch 4. Warte mal, da will ich jetzt sehen. Auch dass ich jetzt meine Beziehung mit Strong wieder ruiniere, aber. Wenn das so ein halbwegs witziges Szenario wird, wie ich mir das vorstelle, dann bitte. Dann muss ich das sehen. Also, wir sind Kollegen. Ah, es ist jemand Neues zu uns gestoßen. Stellen wir einmal Ihre Rechenfähigkeiten auf die Probe. Was ist 12 mal 15? Hallo? Manchmal machen wir Ausflüge in Science Center. Hey, Edna. Das mache ich am liebsten. Zeit für einen Test. Was ist... Aha. Es ist die Wurzel aus... wen interessiert der Scheiß? Aber.
Familie ist wichtig, oder? Mhm. Liebe sichert nicht das Überleben der... Oh, ich habe noch eine Frage. Diese Liebe... Wenn man jemanden liebt, sollte man die Person festhalten. Morgen könnte sie nämlich schon fort sein. Ich danke Ihnen. Sie haben mir geholfen, ja, bei einer wichtigen Sache eine Entscheidung zu treffen. Brauchen Sie Hilfe bei den Hausaufgaben? Nein, ich glaube, ich bekomme das schon hin. Mr. Zwicky ist der Lehrer hier. Ist er nicht... Okay. Dann machen wir halt nochmal neu. Wenn, dann will ich schon hier die ganzen Dinge haben. Und Strong. Wenn er schon so schwer ist, bei ihm hier Punkte zu bekommen. Also, wir sind Kollegen. Es ist jemand Neues zu uns gestoßen. Was machst du überhaupt hier, Edna? Sollst du nicht in Tales of Hysteria sein? Auf die Probe. Was ist 12 mal 15? Boah. Boah. Zeit für einen Test. Was ist 12 mal 15? Boah. Ich gehe, wohin ich will. Wie Sie meinen. Ja, mit Ihnen noch gar nicht gesprochen, aber. Es ist die Wurzel aus. Aber. Ich drehe mich um direkt. Ich drehe wieder einen Blödmann zu allen. Liebe sichert nicht das Überleben. Oh. Ich habe noch eine. Diese Liebe. Aha. Von wem redest du? Niemand. Stellen Sie sich einfach vor, der eine ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich muss das. Danke. Geh los, ne? Aber Sie können sich gerne etwas um. Keine Ahnung, wohin das führt, aber. Wahrscheinlich, wenn ich nächstes Mal hier reinkomme, sind hier alle tot und so. Wenn ich gesagt hätte, ja, das bringt nichts oder so. Oder die beiden werden verheiratet, was weiß ich. Egal, gehen wir mal in den Bunker, da sind auch noch ein paar Leute, mit denen wir noch nicht geredet haben. Bunker ist ja auch nicht so groß. Also ja, ich versuche jetzt ein bisschen Strong zu pushen. Das war schon dauerhaft negative Sachen. Ich bin wahrscheinlich bei minus 1 oder so bei ihm, was weiß ich. Hey. Überlebst du mich? Gutes Fleisch. Nicht zu frisch. Nimm also. Was, Mensch. Ach, hier kann ich mich bedienen, okay. Hört niemanden. Ich muss meine Drogen irgendwann verkaufen, dann krieg ich schon auch viel Geld. Aber wo verkaufen? Aua. Wäre beinahe. Wenn es dir um Sicherheit geht, mit einer Distanzwaffe. Okay, was weiß ich. Ja, handel. Kauf ein paar Sachen von mir ab. Zum Beispiel. Nein, das nicht. Ich komme jetzt wieder ein bisschen mehr Preise. So. Okay. Dann gehen wir nach Bunkerheide. So habe ich mir gemerkt, weil ich weiß noch, wie ich das mal gesucht habe. Es war ein Nachteil, wenn man so viele Orte gefunden hat. In Fallout 4. Irgendwann verliert man vollkommen die Übersicht. Ja, das ist nicht gut. Warum ich meine Mutter verkauft habe. Wegen Geld. Also nehmen wir doch je weiter man nach Süden reist, umso gefährlicher wird es. Dun dun dun. Machen. Machen. Was ist jetzt hier? Dann ist aber die Hochschule selbst seit mehr als 2. Okay. Ort gut zum Kämpfen. Ja. Hey. Was? Hey, Strong. Das ist ein guter Platz zum Kämpfen. Ein Bruder töten viele Gegner von hier. Was, Mensch, brauchen? Okay. Hey, will jemand mit mir reden, damit mein Kollege mich mag? Ich sollte mir das besser mal ansehen. Unterwegs wirst du nicht auf allzu viele Ärzte treffen. Weggeworfen.
Ich brauche ein paar Vorräte, Doktor. Mal sehen, was ich... Oh, hier ist Milch, oder? Nee. Ich bin übrigens immer noch nicht mit dem Ort verbunden hier. Verbündet, meine ich. Das heißt, ich muss hier noch irgendwas machen, damit die mich mögen, die Leute. Aber geht mal weg. Also irgendeine Mission muss hier noch sein. Hör mal, in Bunker Hill wollen wir keinen Ärger. Du hast wirklich mächtige Freunde. Wenn wir uns dadurch mit ihnen gut stellen, kannst du hier gern alles nutzen. Und wenn du wieder was brauchst, frag einfach, okay? Hast alles? Was? Boah. Hier haben wir ein paar normale Siedler hier. Leute 6. Was? Haben wir ganz normale Siedler hier irgendwo? Muss dann irgendwo hinschicken. Verdammter Dreck. Okay. Mich hier auch passen hinstellen, damit ich jetzt angegriffen werde. Verdammt. Alter, ich musste nur mit dir reden und schon war alles okay, oder was? Boah. Mama führt die Praxis. Sei also lieber nett zu mir. Hey, Kumpel. Sprich lieber nicht mit den Raidern. Die können grob werden. Ich suche nach Aufträgen. Du bist nicht in meiner Karawane, also lass mich in Ruhe. Ich suche Aufträge, du bist es. Nur zu. Ich habe von allem etwas. Ist das dein Laden? Ja, ganz genau. Wenn Karawanen hier durchkommen, kaufe ich Sachen, repariere sie und verkaufe den guten Kram an die nächste Karawane. Aber ich kann auch einem Gammler wie dir was verkaufen. Geld ist Geld. Was hältst du von Bunker Hill? Oh, Auftrag, oder? Ganz schön. Ich bin mit den Karawanen aufgewachsen, also fühle ich mich hier wie zu Hause. Mir gefällt nicht, dass wir den Raidern Schutzgeld zahlen müssen, aber das ist halt der Preis, wenn man hier Geschäfte machen will. Wo wir gerade davon reden. Ich habe viele nützliche Vorräte, die ein neues Zuhause suchen. Die sind so einsam. Hast du Arbeit, die sich auszahlt? Ja, ich hab was. Ist aber kein einfacher Job. Die Karawanenleute erzählen gerne Lügengeschichten. Aber eine habe ich so oft gehört, dass da was dran sein muss. Anscheinend führt die nördliche Straße direkt durch ein altes Militärtrainingsgelände, wo sich eine Horde wilder Ghule befindet. Und das ist nicht gut für meine Bilanz. Wenn du dich darum kümmerst. Ja, gucken wir mal. Ich mach das aber nicht für Almosen. Alle kommen nach Hill und denken, sie können mich reinlegen. 150 Kronkorken sind ziemlich fair. Ich hab das Trainingsgelände der Nationalgarde schon gesäubert. Was? Ich fass es nicht. Hier, für dich. Vielleicht solltest du mal mit Kessler reden. Sie sucht Leute wie dich. Okay, cool, danke. Gratis Erfahrungspunkte, warum nicht? Ahem. Das meiste hier habe ich selbst repariert. Also gibt es auch... Ihr zahlt den Raidern Schutzgeld? Ja, erstaunlich, dass Bürgermeisterin Kessler das hinbekommen hat. Aber sie hat sie davon überzeugt, dass Bunker Hill lebendig mehr wert ist als tot. Ich hasse es, dass wir ihnen kein Paroli bieten. Aber was sollen die tun? Wir sind Karawanenleute, keine Armee. Und da komme ich ins Spiel. Hast du was Neues da? Alles wie immer. Schau dich einfach mal um. Ich überlege es mir. Doch, das führt irgendwo hin. Nicht wie die an? Okay, anscheinend nicht. Hey, Lucas. Ich habe die besten Rüstungen weit und breit. Nicht mehr. Klar, ich schau mal. Oder hast du noch irgendwas? Naja, habe ich alles schon gekauft von dir, ne? Also die seltenen Sachen. Bleib auf den Straßen. Ist deine Überlebens- Der Typ ist immer umgedreht hier. Ich betreibe 3 Karawanen, die durch das Commonwealth ziehen. Ja, ich habe wahrscheinlich irgendwas mit 20 Siedlungen. Cool Story, Bro. Ja, super. Jetzt irgendjemand hier hinschicken nach Bunkerl. Jetzt kann ich hier immer wieder hinrennen, weil die irgendwie Hilfe brauchen. So, wo ist dieser Kessler? Sind nicht die Bürgermeisterin oder irgendwie sowas von ihr? Damals, ja, an den Dingen. Sagt, sie machen gute Arbeit. Ich habe da eine wichtige Aufgabe für jemanden, der wirklich was kann, statt nur Luft zu haben. Wäre das was für Sie?
Ich bin all das und dazu noch diskret. Fantastisch. Und bescheiden bin ich auch. Unsere Stadt funktioniert, weil alle wissen, dass wir mit den Raidern klarkommen. Die Gangs bekommen Geld und rühren unsere Karawanen nicht an. Aber Zellas Armee wird zu gierig, wollen immer mehr Kronkorken. Und nachdem wir bezahlt haben, gehen die trotzdem auf unsere Leute los. Aber ich habe rausgefunden, dass sie sich in einer alten Schule verschanzt haben. Der Auftrag ist simpel. Schalten Sie sie aus. Oh. Betrachten Sie Zellas Armee als erledigt. Diese Typen sind gefährlich, also seien Sie vorsichtig. Befreien Sie alle Überlebenden. Wenn verschollene Karawanenleute wieder ihren Job machen können, dürfte das dem Handel gut tun. Aber das Wichtigste, Sie sind ein Einzelgänger. Sie haben nie von uns gehört, klar? Ich wollte eigentlich mit einer Flagge von Bunkail da reinstürmen. Aber okay. Dann werde ich den Part hier beenden und wir stürmen dann die Schule. Boah, da wird doch jeder irgendwie träumen wollen, ne? In der nächsten Folge von... Ach ne, da müssen wir auch noch hin. Da habe ich ja einen Links irgendwann mal gemacht, so ein Reiseziel. Ich sage, in der nächsten Folge gehen wir dann entweder... Ja, gehen wir von hier aus dahin. Das ist sicherer, glaube ich. Dahin und knöpfen uns die Karawanen. Mitglieder vor und Zellas Armee. Guter Plan, toller Plan, ne? Dann bedanke ich mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.